Seit dem frühen Mittelalter gelten Rabenvögel als Vorboten des Unglücks oder des Todes, als Hexen- oder Galgenvögel. Zu Unrecht, meint Prinzessin Auguste von Bayern. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den wahren Geist dieser sagenumwobenen Vögel zu erforschen. Die Sonne geht auf über Schloss Leutstetten am Nordrand des Starnberger Sees. Eine kleine Kolonie von Turmdohlen hat die Nacht gemeinsam mit einigen Rabenkrähen auf einem der hohen Bäume neben dem Schloss verbracht. Sobald es hell genug ist, fliegen die Dohlen zu ihren Brutplätzen. Sie liegen in den Nischen der festlichen Fassade des Renaissance-Schlosses. Eines der Pärchen versucht soeben, im alten Uhrenkasten einzuziehen. Das bleibt nicht unbemerkt. Es wird von einer Verhaltensforscherin beobachtet. Die Prinzessin entstammt dem Herrschergeschlecht der Wittelsbacher und ist die Ururenkelin des letzten bayerischen Königs. Ich war schon als Kind von den Dohlen fasziniert. Ich habe sie beim Kinderzimmerfenster aus beobachtet. In Kaltenberg haben sie bei uns im Turm gebrütet und sind immer um den Turm gekreist, in einer ganz großen Kolonie. Und es ist wunderschön, ihnen zuzuschauen, wenn sie fliegen. Sie sind richtige Luftakrobaten. Das ist ein richtiges Freiheitsgefühl. Aber ich war auch besonders beeindruckt von ihren Augen, weil die haben so wunderschöne, hell leuchtende Augen. Und diese Rufe, sie sind irgendwie ein bisschen mystisch, oder nicht mystisch ist das falsche Wort, sie sind geheimnisvoll. Und außerdem haben Dohlen in meiner Familie immer eine große Rolle gespielt. Prinzessin Auguste bewohnt das Schloss, das kurzzeitig sogar einmal bayerischer Regierungssitz war, gemeinsam mit ihren Großeltern. Ihr Großvater, Prinz Ludwig, hat früher in Leutstetten Military-Pferde gezüchtet. Das ganze Album ist voller Tiergeschichten. Was war das? Das weiß ich nicht mehr. Oh, da ist ja eine junge Dohle. Ja, das ist eine von meinen Dohlen, die ich als Schulbub gehabt habe. Wie nett. Die hat länger gelebt und die war vollkommen frei hier ums Haus herum, ist aber immer zu mir gekommen und hat mich bewacht. Die konnte doch auch sprechen, ja, oder? Ja, die konnte ganz gut sprechen und hat die Namen der verschiedenen Leute im Haus gekannt. Und wenn sie jemanden geärgert hat, hat sie den beim Namen gerufen und dann wirklich? Juhu und zum Fenster hinaus. Trotz ihrer Frechheit waren Turmdohlen für Augustes Familie schon immer vor allem weise Vögel. Auch in vorchristlichen Kulturen wurden sie als solche verehrt. Die Germanen betrachteten sie als die heiligen Boten ihres Gottes Odin. Und sie sahen in ihnen ein Sinnbild für das Gedächtnis und die Gedanken. Ihre Faszination für Dohlen hat Auguste von Bayern zu ihrem Beruf gemacht. Sie studiert Zoologie und schreibt an der Cambridge University ihre Doktorarbeit über die außergewöhnliche Intelligenz dieser Vögel. Ihr fällt auf, dass die Vögel derzeit sehr aufgeregt sind. Sie versuchen, eine geeignete Nisthöhle zu finden. Da es davon aber viel zu wenige gibt, wird untereinander gezankt und zum Teil heftig gestritten. Einen Brutplatz ergattern nur die Ranghöheren in der Kolonie. Bei den Dohlen sind das nicht unbedingt die stärksten Tiere. Ihre Sozialordnung ist viel komplexer. Wichtig scheint vor allem, dass die Vögel als Paar auftreten können. Haben sich zwei erst einmal gefunden,
dann bleiben sie einander ein Leben lang treu. Es ist ganz lustig, wenn Dohlen sich ineinander verlieben und anfangen, miteinander anzubandeln, dann fängt, es geht meistens vom Männchen aus, es fängt an, sich ganz zufällig in der Nähe von dem Weibchen aufzuhalten und sich möglichst schön zu präsentieren und aufzuplustern. Und die Weibchen tun aber oft so, als wenn sie ganz unbeeindruckt wären von den Männchen. Aber man merkt dann doch ganz genau, dass sie eben doch hinschauen und ganz genau merken, dass sie umworben werden und sie, dass sie einfach nur das ein bisschen herauszögern wollen und mehr Aufmerksamkeit kriegen wollen. Vieles, was die Verhaltensforscherin an den wilden Dohlen auf Schloss Leutstetten beobachtet, versucht sie an ihrem Institut in Cambridge mit zahmen Dohlen in der Voliere genauer zu analysieren. Was zum Beispiel hat es mit dem differenzierten Spiel der Blicke zwischen verliebten Dohlen auf sich? Offenbart sich darin etwas von ihrer Intelligenz? Um das herauszufinden, bereitet die Forscherin ein Experiment vor. Sie montiert einen Computerbildschirm mit der Aufnahme eines Gesichtes hinter einem Brett in der Voliere. Anschließend konfrontiert sie die Dohlen mit den unterschiedlichsten Blickrichtungen. Das Ergebnis? Die Dohlen reagieren auf kleinste Veränderungen äußerst sensibel. Für Augustes Forschungsgebiet ein wichtiges Detail. In dem Bereich soziale Intelligenz geht es eben darum zu zeigen, dass Tiere, die in komplexen Gruppen leben wie wir Menschen, auch sich wie wir in die anderen hineinversetzen können und genau verstehen, dass die anderen denkende Wesen sind, ihre eigenen Intentionen haben, Sachen wissen und nicht wissen und ihre eigene visuelle Perspektive haben. Wie gut sich vor allem Dohlenpaare verstehen, wird deutlich, wenn man ihnen beim Nestbau zuschaut. Die beiden sind ein eingespieltes Team und arbeiten nahezu synchron, wenn es darum geht, kleine Äste und Flechten vom Baum zu pflücken. Auch ihren Brutplatz fliegen sie meist Seite an Seite an. Die erste Dohle zögert noch, die Nisthöhle zu betreten. Offenbar ahnt der Vogel, dass er beobachtet wird. Auguste fragt sich, ob es die ständige Feinabstimmung zwischen den Partnern ist, die ihnen eine besondere Intelligenz abverlangt. Eine neue Studie ihres Doktorvaters hat immerhin bewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Paarverhalten von Vögeln und ihren Gehirngrößen gibt. Die Vögel, die lebenslang monogam sind, also immer mit ihrem Partner zusammen sind, die haben die größten Gehirne. Die Vögel, die immer ihren Partner wechseln, jedes Jahr in jeder Brutsaison, die haben ziemlich kleine Gehirne. Und die überhaupt keine Beziehung zu ihrem Partner haben, nämlich in einem Harem leben, haben winzige Gehirne. Gehirngrößen hin oder her. Die Leutstettener Dohlen interessiert im Moment nur eines, möglichst schnell ihr Nest zu bauen. Ein Pärchen hat die Nische oben rechts für sich erkämpft. Die unteren Nachbarn im Uhrenkasten sind offenbar schon weiter. Um zu sehen, was sich hinter dem Zifferblatt abspielt, hat Auguste am Nistkasten eine kleine Kamera installiert. Das Dohlenmännchen verschönert das Nest gerade mit einem alten Zigarettenfilter. Wahnsinnig spannend natürlich, nur man muss unglaublich vorsichtig sein, weil die Vögel wahnsinnig sensibel sind und sonst könnten sie das Nest verlassen. Die Dohlen sind von ihrem Spiegelbild in der Linse irritiert. Oder ahnen sie vielleicht, dass wir sie in ihrem Liebesnest beobachten wollen? Es ist natürlich unglaublich, einer wilden Dohle so nah in die Augen zu schauen. Gleichzeitig fühlt man sich ein bisschen seltsam, wenn man so eine Art Eindringling ist und die wirklich in eine fremde Welt eintaucht. Fast ein bisschen voyeuristisch manchmal.
nach dem Liebesakt ein fluchtartiger Abgang. Mit ähnlicher Eile zieht heuer der Frühling ins Land. Eines Morgens entdeckt die Forscherin im Uhrenkasten zwei Eier. Gleichzeitig ist sie beunruhigt, denn in die Nisthöhle links über der Uhr ist ein Waldkauz eingezogen. Seine Jungen sind bereits geschlüpft. Dem Uhrenblatt nach hat es eine solch heikle Nachbarschaft hier schon öfter gegeben. Meistens halten beide Arten während der Brutzeit Burgfrieden. Trotzdem besteht ein gewisses Risiko, denn sowohl Dohlen als auch Waldkauze sind Nesträuber. Im Uhrenkasten füttert derweil das Männchen liebevoll seine Partnerin. Sie hat mit dem Brüten begonnen und braucht nun dank der Fürsorge ihres Gatten das Nest nicht mehr zu verlassen. Er räumt sogar ihre Abfälle nach draußen. Anschließend hält er vor dem Nest Wache. Das scheint nötig zu sein, denn die Küken des Waldkauzes wachsen schnell und haben Hunger. Zwei Wochen sind ins Land gegangen. Am Morgen des 1. Mai hört Auguste plötzlich heiseres Geschrei aus dem Uhrenkasten dringen. Einige Tage später beginnen auch bei den Dohlen-Nachbarn im Nistkasten oben rechts die ersten Küken zu schlüpfen. Umso schrecklicher ist, was die Wissenschaftlerin eine knappe Woche später erblickt. Hallo, weißt du, was ich gerade entdeckt habe? Die jungen Dohlen sind gestorben oben. Also wirklich so scheußlich. Man sieht, das eine Junge hängt mit dem Kopf nach unten aus der Nisthöhle. Die Mutter sitzt daneben. Ich weiß natürlich nicht, ob sie wirklich traurig ist, aber es sieht so aus. Und es ist wirklich ein Jammer. Ich muss überlegen, ob ich hingehe und das irgendwie raushole, um es zu untersuchen. Ja, man kann nichts machen. Es ist halt die Natur. Na gut, dann bis bald. Wiedersehen. Fest steht, die Kauze können es nicht gewesen sein, denn rein äußerlich sind die Küken unversehrt. Waren die Kleinen vielleicht wegen der großen Trockenheit in diesem Frühling unterernährt? Oder hatten die Eltern sie mit Insekten gefüttert, die durch Spritzmittel vergiftet waren? Nachweisen lässt sich das nur schwer. Oft sind die Wiesen auch so überdüngt, dass die Rabenvögel kaum noch Futter finden. Was immer der Grund ist, im Süden Deutschlands gehören Turmdohlen zu den gefährdeten Tierarten. Das Pärchen rechts über der Uhr hatte mehr Glück. Von seinen 5 Küken haben immerhin 2 überlebt. Eines von ihnen kann den Schnabel nicht voll genug kriegen. Außerdem putzt es sich den ganzen Tag. Eigentlich ist das gut. Trotzdem, etwas scheint nicht zu stimmen. Der kleine Vogel trainiert heftig seine Flügel, viel zu früh. Auguste will das Ausfliegen der Küken auf keinen Fall versäumen. Nach ihrem Kalender dauert es aber noch mindestens eine Woche, bis es soweit ist. Und dann ist es passiert. Oh, hier.
nicht. Ist viel zu klein zum Fliegen. Ein angebrochener Flügel. Ein Wunder, dass sich das Küken nicht stärker verletzt hat. Es ist ein Mädchen. Auguste nimmt es mit ins Schloss. Das Geschwisterchen oben im Nest fühlt sich verlassen und ruft verzweifelt. Fünf Stockwerke tiefer kümmert sich derweil Auguste um die kleine Kamikaze-Fliegerin. Sie flößt ihr ein Breigemisch aus Rinderherz und Quark ein, anfangs stündlich. Dem Küken die Mutter ersetzen zu müssen, ist zeitaufwendig. Einige Tage später geht es dem Dohlenmädchen schon erheblich besser. Und auch seine Angst hat es völlig verloren. Auf seinem Speisezettel steht jetzt schon festere Nahrung. Noch einen weiteren Monat und es bekommt zum ersten Mal Würmer serviert. Das scheint etwas komplizierter zu sein. Wie ein Kleinkind nicht gleich mit einem Löffel zurechtkommt, so kämpft das Küken mit den sich windenden Würmern, die ihm ständig aus dem Schnabel rutschen. Nach diesen Strapazen ist die Kleine völlig erledigt und schläft sofort ein. Ihr Geschwisterchen draußen hat mittlerweile auch den ersten Flug hinter sich. Es hat sich im Geäst eines der hohen Bäume im Park versteckt und wartet, dass seine Eltern kommen und es versorgen. Und auch ihm fallen sofort danach die Augen zu. Drinnen ist Lili, wie Auguste sie nennt, schon wieder fit. Komm runter. Sie schult ihren Gleichgewichtssinn im königlichen Kronleuchter. Lili, komm! Das Dohlenkind draußen ist weniger abenteuerlustig. Es muss sich sehr dazu überwinden, der Mutter über die wackeligen Zweige zu folgen. Etwa ein Dutzend weitere Jungvögel sitzen in der Linde und warten auf die Rückkehr ihrer Eltern. Doch wie können diese ihre Schützlinge in dem Durcheinander erkennen? Auguste ist sich sicher, dass die Dohlen die Stimmen ihrer Kinder von anderen unterscheiden können. Um dies belegen zu können, plant sie ein neues, spannendes Experiment. Zuallererst nimmt sie die verschiedensten Rufe auf Tonband auf. Bei ihrem nächsten Cambridge-Aufenthalt versteckt sie in einer abgetrennten Voliere zunächst einen Lautsprecher in diesem Kasten. Anschließend spielt sie daraus einer Dohle die Rufe ihres Männchens vor. Die Reaktionen des Vogels filmt sie. Seine Rufe wertet der Computer aus. Dieser Versuch hat ergeben, dass sich nicht nur die Familienmitglieder an der Stimme erkennen und die Partner sich an der Stimme erkennen, sondern dass der Partner auf die Stimme, auf bestimmte Rufe von seinem Partner eben reagiert, wie auf, als wenn es sein Name wäre. Und das hat man auch kürzlich bei Delfinen zeigen können. Das ist ganz spannend. Und die Dohlen haben darüber hinaus noch so paarspezifische Rufe, wo ein Partner genau an derselben Stelle immer einsetzt. Es klingt fast, als wenn es ein Ruf wäre. Und damit gibt sich das Paar nach außen hin zu erkennen. Ich kann ein Beispiel vorspielen. Da sieht man eben, dass der eine immer genau in der Mitte einsetzt und der andere dann wieder aufhört. Zurück in Leutstetten versucht Auguste, sich mit Lilli in ähnlicher Manier zu unterhalten.
Lilly genießt durchaus die Zwiesprache mit ihrer Ziehmama. Aber sie hat im Salon noch etwas Aufregenderes entdeckt. Ihr eigenes Gesicht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sag, wer ist die Schönste im ganzen Land? Sich zu putzen und zu pflegen, das bereitet ihr, wie anderen Mädchen auch, ein besonderes Vergnügen. Fürs Trocknen und Frisieren hat sie einen ganz besonderen Lieblingsplatz. Die Geweihe der Hirsche, die einst Ludwig III., Bayerns letzter König, im Forstenrieder Park geschossen hat. Ähneln sie nicht ein wenig dem Geäst von Bäumen? Auch mit dem Fliegen klappt es immer besser. Lilly folgt ihrer Ziehmama auf Schritt und Tritt durch das ganze Schloss. Sogar ins Schlafzimmer. Dohlen sehen nachts schlecht und fürchten sich daher im Dunkeln. Gute Nacht. Schlaf gut. Die gemeinsamen Wochen vergehen. Der Sommer geht langsam zu Ende. Eigentlich wollte Auguste ihre Doktorarbeit im September abgeben. Doch Lilly hat ihre Zeitplanung zunichte gemacht. Sie ist ein wildes Tier und der Wissenschaftlerin ist klar, dass eine Dohle in Gefangenschaft niemals glücklich wird. Sie kann sehr anstrengend sein, weil sie braucht ständig Aufmerksamkeit. Und wenn sie die nicht bekommt, dann holt sie sich mit Gewalt. Dann stürzt sie sich zum Beispiel auf meine Computertastatur. Sobald ich einen Moment nicht hinschaue, reißt sie alle Tasten nacheinander raus. Ein anderes Hobby von ihr zum Beispiel ist, dass sie Bücherrücken zerfetzt. Meine ganzen guten Bildbände, da hat sie einfach die Buchrücken runtergerissen. Lilly soll wieder zurück zu ihren Verwandten nach draußen und das Leben eines freien Vogels führen. Bevor es soweit ist, wird sie von der königlichen Familie noch einmal so richtig verwöhnt. Pippi, das ist gut. Schlagrahm liebt sie. Ein Warnsignal. Immer mehr beginnt Lilly Auguste wie einen Partner zu behandeln. Als Liebesbeweis versucht sie, die Prinzessin sogar zu füttern. Ich würde auch nicht in die Nase gestopft werden. Ich will sie nicht füttern. Nein. Lilly. Pass auf, du kriegst den Brei gleich ins Ohr. Ich weiß. Jungdohlen beginnen sich bereits in ihrem ersten Herbst zu vermählen. Auch deshalb ist es für Lilly jetzt höchste Zeit, zu ihresgleichen zurückzukehren. Leicht fällt der Abschied den beiden nicht. Lilly, du musst gut auf dich aufpassen. Komm. Zum ersten Mal verlässt Lilly ihre Kinderstube, das Schloss. Zum ersten Mal spürt sie den Wind und die Sonne in ihrem Gefieder. Aufgeregt beginnt sie, die Gegend rund um das Schloss zu erkunden und nach anderen Dohlen zu suchen. Doch die Kolonie, aus der sie stammt, hält sich zurzeit woanders auf. Normalerweise lernen Dohlenkinder, nachdem sie das Nest verlassen haben, 3 Monate lang von ihren Eltern, wer oder was für sie gefährlich werden kann. Lilly ist dabei jetzt ganz auf sich gestellt. Die großen Zähne jagen ihr einen Schrecken ein. Die nächsten Tage werden für sie zu einer harten Lehre, denn sie muss lernen, sich ihr Futter selbst zu suchen. Heuschrecken hat Lilly noch nie zuvor gesehen. Würmer schmecken wohl besser.
Auf den Hügeln rund um das Schloss weiden die Leutstettener Pferde aus der Wittelsbacher Zucht. Einer der Braunen ist neugierig und versucht sich vorsichtig, dem Dohlenmädchen anzunähern. Lilly ist er nicht ganz geheuer. Es dämmert und sie wird langsam müde. Sie weiß nicht so recht, wohin. Mit der Dunkelheit kehrt ihre alte Angst zurück. Es ist das erste Mal, dass sie allein in der Wildnis übernachten muss. Ihre Ziehmutter arbeitet noch an ihrer Doktorarbeit. Auch sie vermisst ihr Dohlenkind. Es knackst im Geäst. Ein Dachspaar ist unterwegs. Der Wald schläft nachts nicht. Erst mit dem neuen Tag kehrt Lillys Zuversicht zurück. Sie beschließt, Freunde zu suchen, um vielleicht dort Trost und Schutz zu finden. Im Garten des Schlosses entdeckt sie eine Henne mit ihrem Nachwuchs. Die Küken haben es bei ihrer Mutter gut. Die Glucke umsorgt ihre Kleinen und passt auf sie auf. Lilly versucht, sich diesem Idyll anzuschließen. Doch die Henne missversteht ihre Absichten gründlich. Sie empfindet den schwarzen Vogel als Angreifer und verteidigt vehement ihre Jungen. Lilly dreht enttäuscht ab. Da fällt ihr offenbar ein, dass auch sie jemanden hat. Ja, wo kommst du her? Lilly. Völlig erschöpft. Du kannst immer zurückkommen. Na, Lilly? Du hast dich genug ausgeruht. Komm, du musst jetzt wieder nach draußen. Da gehörst du hin. Es gibt keinen Weg zurück. Die ersten Prüfungen in der freien Natur hat Lilly bestanden. Ihr wilder Instinkt führt sie weiter fort, in Richtung Süden. Vielleicht wird sie dort ein Dohlenmännchen finden, mit dem sie im nächsten Frühjahr in Leutstetten ihr eigenes Nest baut.